Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur. Und hier jetzt das DLC, die Legende vom toten Kerl. Und unser Held Pepe ist hier im Gezeitenbecken auf dieser Insel Galgensend. Das klingt schon so vertrauenswürdig, oder? Mhm. Da hat er zusammen mit einer Kapitänin namens Russ, weißt du, mit Vornamen, keine Ahnung, wie der Nachname heißt, aber... Rattigan, ja. Da haben sie Schiffbruch erlitten. Sind jetzt da gestrandet. Ja, aber im Augenblick ist er, wie gesagt, im Gezeitenbecken. Ja. Und kämpft mit so ein paar netten kleinen Höhlenmorgans. Hat der mich gepiekt? Das heißt, natürlich kämpft er nicht alleine. Der tapfere kleine Heinrich ist bei ihm. Ja. Ja, der ist gut. Und er ist wirklich gut. Makellose, göttliche Bänder. Wozu so, immer? In der letzten Folge hatten wir uns mal die Liste der Hingerichteten angeguckt. Wir haben auf Galgens End gibt es natürlich auch einen Galgen mit richtig vielen schönen Galgenstricken. 4, glaube ich, oder so. Der wird ordentlich gleich Massen hingerichtet, offensichtlich. Und da war ein Name drauf, der kam uns bekannt vor, nämlich der Nachname Holstich. Genau. Und das ist nämlich der Nachname von Tari, dem stummen, ja, ich weiß nicht, ob Maat ist oder was, auf jeden Fall. Erster Maat, sagte sie, ist er. Genau, von Rust, unsere Kapitänin. Hä? Der Chicken. Egal. Wie soll ich denn da hinkommen? Keine Ahnung. Ja, und Pepe sucht wie immer nach irgendwelchen Truhen und so. Jo. Außerdem müssen wir ja auch immer irgendwann wieder raus aus dieser Höhle. Keine Ahnung, wie das dann geht, aber es wird schon gehen. Ja, jetzt fragen wir uns natürlich, ob die verwandt sind, Tari und Helva. Oder vielleicht finden wir das noch raus, vielleicht finden wir es auch nie raus. Aha, ein vergotter Matrose. Ich muss dich leider ein bisschen stören hier. Ja. Ich muss nämlich hier deinen Haufen plündern. Da ja. Ist er und schon nämlich. Wieder ein Kompendium. Kompendium 14. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Ja? Ja, aber die werden ja nicht lesen. 3 oder 4 haben wir schon. Ja, wenn dann... Wenn es uns gefällt. Also wir können ja mal ein Band R1 anschauen, irgendein Band mal reingucken. Wenn es interessant ist, dann werden wir es mal durchlesen. Aber ja. Ja, aber was immer das hier sein mag, verstehe ich nicht. Ich komme da nicht ran. Hier ist irgendwas angezeichnet. Ich kann mal auf die Karte gucken. Felshaufen. Ein Felshaufen. Ja, und Felshaufen kann man ja nicht immer gleich erkennen als kleines geheimes Versteck. Nur wenn man genau davor steht. Ich kann hier rum und drum schwimmen. Mein Gott, hier. Was soll's? Was hier? Ich komme hier nicht weiter. Nein, du kommst ja nicht weiter, dann lass es doch. Ich meine, gut, wir werden schlaflose Nächte haben, weil wir das nicht gefunden haben. Das heißt, ich wohl kaum, aber Pepe vielleicht. Ja, das ist natürlich das nicht gut, das ist nicht gesund, wenn man nicht eine steht. Karte, auf, eine Truhe auf der Karte, das geht einfach nicht. Naja. Und wenn, dann muss ich wenigstens wissen, dass es eine Truhe ist, die irgendjemand gehört, die ich nicht klauen darf. Oder will. Wenn, dann ist vielleicht eine Truhe mit Weichkrabbelpulver, von dem du nicht mehr weißt, wofür du es brauchst. Das spielt keine Rolle. Die Truhen, die müssen weg, jedenfalls oh, ja, die gefunden, auf der Karte eingezeichneten. Na, schaffe ich es noch? Ja. Meistens laufe ich ja gegen die Wand, ja, wenn stimmt. Ich so schräg komme. So, hier wartet jemand auf uns. Vor allen Dingen erstmal eine Truhe. Wahnsinn, Schätze. Ja, toll. Der Brüller. Überhaupt. Hier geht's auch nicht weiter, dann können wir nur noch runterhopsen. Ja. So. Oh, guck mal. Ein Wölferl. Die haben ja auch Wölfe.
Oh, guck wir mal. Müssen aber eine eher Antilope, schon lange keine Antilope mehr gesehen. Das stimmt, ja. Wow. Na du, Antilope. Oh, da haben sie aber einen großen Fisch aufgehängt. Ja, der ist richtig groß. Da gucken wir doch mal, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, der kleine Ort hier auf dieser Insel, also der Ort, den wir bisher entdeckt haben, ist also Großkap. Da ist der Krabbenstrand, da müssen wir Leute hin. Finden. Und was mache ich dann hier? Und hier ist die Grave Hall Feste übrigens, wo du jetzt bist. Sie kann sich überlegen, ob man das nicht zuerst macht. Jo. Da haben wir nämlich auch einen Auftrag von einem kleinen, von einem Gnom. Gnome sind ja immer klein. Ja. Aber dem müssten wir eigentlich erst Bescheid sagen. Den Namen kann ich mir nicht merken, aber Paddy kann ich mir gut merken. Ja, Paddy. Ach. Aber dem müssten wir uns eigentlich, dem müssten wir doch, glaube ich, Bescheid sagen, dass wir da hingehen. Und ich glaube, vorher kommen wir da gar nicht rein. Also müssten wir sowieso erstmal nach. Kann sein. Oder? Könnt ihr nicht alle auf einmal kommen? Oh. Spart eine Menge Arbeit. Pestträger. Ja. Auch hier gibt es die. Ich fühle mich wie zu Hause. Also ich meine zu Hause. Mit dem Fest. Ja. Der Hund, der röchelt noch. Da mache ich ihm ein zweites Loch. Und da schreitet die Antilope dahin. Ach, da ist ein Wicht. Noch einer, der ist. Ach, da ist ja noch einer. Ach, ich dachte, das wären Bogies gewesen. Das waren ja Wichte. Das waren zum Teil Bogies doch, und zum hier, Teil das Wicht. Das hier war ein Bogie. Das war eine ja gemischte Gesellschaft. Genau. Also wir sollten erstmal auf unseren. Ja, wir haben sie entdeckt, aber. Die Grefholfeste, jetzt können wir sie jederzeit ansteuern. Das ist doch gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Genau. Okay. Ich guck mal auf die Karte, aber auch die hier. Ja, also hier sehe ich noch keinen Kringel, also ist nichts aktiv. Nee, nee. Hier aktiv wartet noch ein Auftrag und wir müssen hier oben hin. Also der Quest mit der Feste wird dann aktiv, wenn wir dem Patrick ja, Doe. Da müssen wir erst da müssen wir ihm ja Bescheid sagen, dass wir bereit sind. Genau. Jetzt gehen wir erstmal retten. Aber hier vorne ist ein Stein, den will ich natürlich gleich mitnehmen. Wenn er schon so freundlich. Greifholstein, aha. So hört. Wir singen von großen Königen zur See und ihrer Kraft. In Wehren erwacht, vom Flüstern des weißen Windes. Er war Häuptling Ulfsten, Vater von Findlingen, gerühmt und geliebt. In ihrer traurigen Pflicht legten sie ihn auf ein Schlangenross, küssten sanft seine Stirn und vergossen Tränen in die Flammen, bis schwermütige Wogen und purpurnes Banner ihn nordwärts trugen. Mit schweren Schätzen auf der Brust. Die große Flamme erblühte, juwelengleich und wild. Eine dunkle Nacht erhellt von königlichem Feuer. Mhm. Aha. Mann, das sieht aber beeindruckend aus, die. Mhm. Eine ganz andere Architektur, die ist aus Holz gebaut, hä? Brennt gut. Ja. Oh, das sollte ich finden mit meinen Chuckies vorsichtig sein, ne? Gut. Ah. Wölfe. Oh. Na, ich fühle mich wirklich wie zu Hause. Echt. Mit den Wölfen und so, ha? Geht woanders spielen. Nein. Kein Bock. Die sind sowas von lästig. Ja. Allerdings. Ja, du heul. Ist jetzt endlich Ruhe hier. Armer Wolf. Und haben auch nicht mal was dabei. Nee, was sollten wir auch dabei haben? Was so kannst du noch brauchen, was Wölfe haben? Also. Wenn wir hier schon einen Auftraggeber haben, dann gehen wir eben gleich mal hin. Guck mal, der hat ja viele Kisten hier ja gehabt.
Da hat er darauf gewartet, dass du aufräumst. Ja. Hallo. Kurt Wallen. Siehst du so traurig aus? Das klingt ja schon fast wie. Nesta glaubt nicht, dass wir mit dieser Plage auf der Sturmspitze fertig werden. Aber ich habe ihr gesagt, ich würde mich darum kümmern. Warum ich es noch nicht getan habe? Nun ja, es ist ein wenig kompliziert. Was ist mit dem Ton los? Leise und hallig? Mein ganzes Leben lang war ich ein Anhänger Lyrias. Und wie hat sie mir geholfen? Ich war arm, ich war hungrig, ich war unglücklich. Ja, doch komisch. Hier auf Galgens End kann ich die Auswirkungen von Akaras Macht sehen. Er sorgt für uns. Das ist mehr, als ich über die Götter meines Vaters sagen kann. Warte mal einen Augenblick, das ist wirklich seltsam. Ja, das klingt, als wären wir irgendwo in einer Höhle, wo es hallt, oder? Ja, und irgendwie in einem anderen Ohr, da höre ich dann den Widerhall irgendwie. Ja, ja, es hallt ganz mächtig. Und vorhin war es wieder extrem leise. Ja, ja, also die Tonabmischung, die ist manchmal doch etwas sehr gewöhnungsbedürftig, freundlich ausgedrückt. Aber das kennt man von Electronic Arts. Dragon Age war ja auch grausig manchmal, kaum zu hören. Ja gut, unsere eigenen Fehler kommen hinzu. Na gut, machen wir jetzt weiter. Ja, okay. Galgens End ist genau wie jede andere Herausforderung, der ich mich in meinem Leben gestellt habe. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Meine Mutter starb, als ich noch sehr jung war. Und mein Vater war ein Dieb. Ich war halb verhungert, als mich Lord Penyan erwischte, wie ich etwas Gold aus seiner Börse stehlen wollte. Aber anstatt mich ins Gefängnis von Rathir werfen zu lassen, gab er mir die Chance, meine Strafe abzuarbeiten. Ich wurde Diener in seinem großen Haus. Und dort begegnete ich auch Nesta. Vor dem Schiffbruch hatten wir nicht ein Wort miteinander gewechselt. Und jetzt sind wir Mann und Frau. Tja, wie es so kommt, wenn man da alleine ist, oder? Ja. Aber über Nesta will er nicht weiter erzählen, ne? Gut. Ich habe den Piraten erst einmal gesehen. Ich bin alleine über die Klippen gewandert, um den morgendlichen Fang einzuholen. Und da war es, das schwarze Schiff, die Requiem. Sie segelte in den Sonnenaufgang und ihre Takelage war mit pechschwarzen Möben und Leichen geschmückt. Schön. Wir sind wahrlich gesegnet, dass er sich dem Dorf nicht nähern kann. Gepriesen sei Akara. Sie sind zwergische Seefahrer. Ein kleines, aber kräftiges Volk, das über die Königreiche und Inseln nördlich von Eratel herrscht. Lasst euch von ihrer Größe nicht täuschen. Sie sind zäh. Oh ja, richtige Zwerge eben. Die Dwerge haben sich da eine ziemlich beeindruckende Festung gebaut. Wirklich schade, dass sie ihre Ängste nicht überwinden und bleiben konnten. Welch eine Verschwendung. Dank der Fische aus dem Frostbruch und der Pflanzen, die wir auf den Klippen anbauen, kommen wir über die Runden. Wir haben keinen Grund, uns über die Grenzen des Dorfes hinaus zu wagen. Jenseits der Wälder liegt das Reich der Bestien und Piraten. Aber solange wir zusammen in der Nähe von Trostkap bleiben, sind wir sicher. Ich habe nichts gegen die Dorfbewohner. Zumindest nicht in dem Maße wie meine Frau. Sie sind eine fromme Gemeinschaft. Behütet von ihrem Inselgott Akara. Jeder hier leidet Not. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht an die Mächtigen wenden sollten, um Schutz zu erhalten. Ah, seine Frau hat eine andere Meinung dazu. Cool. Dann gucken wir doch mal, dass wir die Finn mal mit ihr reden. Bis dann. Die liegt da nämlich. Die hat nämlich dieses Ausrufezeichen. Offensichtlich. Mal sehen, ob die auch so komisch spricht. Ja, das ist... Hallo Nesta. Ihr müsst einer der Neuankömmlinge sein. Erzählt halt schon. Genauso. Habt auch ihr es in Trostkap nicht ausgehalten? Ich bin Nesta Gwynedd. Mein Mann Kurt Wallon und ich sind erst seit kurzer Zeit hier. Aber es ist uns gelungen, uns ein annehmbares Leben aufzubauen. Zumindest bis zu dieser Skaff-Plage. Der Stein war aber noch normal. Ja. Komisch. Okay. Welches Kraftplage? Mein Mann und ich haben vor einigen Monaten einen Garten auf der Sturmspitze angelegt. Er hat uns das Leben gerettet. Dank dieses verborgenen Ortes konnten wir die Lage des Dorfes bis oben hin füllen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als würden sich auch ein paar Skaffs für die Sturmspitze interessieren. Nur, dass sie nicht ihre Lager, sondern ihre Bäuche füllen wollen. Naja, würden wir letztendlich auch nicht. Erstmal ins Lager und dann in den Bauch.
Ja. Skaffs sind im Frostbruchmeer nicht heimisch. Sie kommen aus dem Süden, in dem sie Schiffe befallen und sich von der Fracht ernähren. Und oft auch von der Besatzung. Jetzt haben sie sich hier auf Galgens End breit gemacht. Sie nisten in großen Bruten tief in den feuchten alten Wehren, die von den Dwergen hinterlassen wurden. Ja, ein paar haben wir schon getroffen. Na klar. Wenn ihr vorhabt, euch bei den Bewohnern dieser Insel beliebt zu machen, seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich bin euch dankbar. Ebenso wie alle, die etwas essen wollen. Kommt, wir bringen euch zur Sturmspitze. Es ist nicht weit. Direkt hinter den Grenzen von Trostkap und der Gravehall-Feste. Muss das jetzt gleich sein? Nein, wir sprechen jetzt erstmal weiter. Ja. Ich bin in meinem Leben schon vielen Fanatikern begegnet, aber keinem derartigen Eiferer wie Alda Maloy. In den wenigen Monaten, die wir hier sind, wollte er mich schon zweimal bekehren. Traut niemals einem Mann, der seinen Glauben für sich sprechen lässt. Wir müssen den Piratenkönig nicht fürchten. Sein Reich liegt im Westen, tief in den Höhlen der Küste. Es heißt, er sei schon einmal getötet worden. Doch die Flammen des Jenseits hätten seinen Aufstieg zurück ins Leben befeuert. Das lässt einem einen Schauer über den Rücken laufen. Okay, sie hat eine Menge zu erzählen. Man findet sie überall auf dem Frostbruchmeer. Westlich von hier ebenso wie im näheren Osten und auf der Obsidianinsel. Die Dwerger sind ein ernstes, abergläubisches Volk. Sie sehen die Meere als ihr Eigentum an und zürnen jedem, der ihnen diesen Anspruch streitig machen will. Aha, das wusste ich allerdings noch nicht. Ich kenne sie aus den Liedern der Mannschaft meines Vaters. Sie bestand vor allem aus Männern von niederer Geburt und Säufern. Der Legende zufolge sollen die Gehängten die grausamsten Piraten in ganz Amalur sein. Aber ich begreife nicht, wie diese Verbrecher jemals zusammenarbeiten konnten. Ja, das ist doch merkwürdig. Da man doch annehmen sollte, dass die eher gegeneinander wie miteinander arbeiten. Okay, Gravehall-Feste. Wäre es nicht schön, unser Lager hinter diese hohen, starken Mauern zu verlegen? Aber das ist unmöglich. Gravehall ist verflucht. Keinem, der sich in seinen gewaltigen Schatten gewagt hat, ist je etwas Gutes widerfahren. Um ehrlich zu sein, ist nicht einer von ihnen jemals zurückgekehrt. Na, da wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht ändern können. So, Galgensend. Ohne Katvalon wäre das Leben auf der Insel unerträglich. So vielen Bewohnern des Dorfes wurden ihre Liebsten entrissen. Für mich gilt das nicht. Mir hat erst der Schiffbruch meine Liebe gebracht. Tja. Da hatte die Medaille zwei Seiten, ne? Ich wurde als Erbin des großen Hauses Penyan geboren, das hoch oben auf der Nadel in Rathir steht. Aha. Mein Leben bestand aus Studien, Traditionen und unendlichen Möglichkeiten. Das alles änderte sich, als das Schiff meines Vaters vor der Küste von Eratel in einen Wirbelsturm geriet. Eine Woche später erwachte ich hier auf Galgens End, in Katvalons sanften, heilenden Armen. Es war, als wäre ich neu geboren worden. Glück gehabt. Alda und seine Leute predigen Zusammenhalt und Hoffnung. Und doch verstoßen sie jeden, der ihren geliebten Akara nicht für Sonne und Mond hält. Vielen Dank, ich habe meine eigenen Götter. Sehr vernünftig. Nun ja, das ist, glaube ich, vielleicht das ist möglicherweise nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, dass er ganz schön fanatisch sein kann, dieser Alda. Ja, aber nicht unbedingt bösartig, dass er welche verfolgt, die seinen heißgeliebten Akara nicht ehren. Nein, das ist klar. Die Sturmspitze ist der beste Ort auf Galgens End, um Nahrung anzubauen. Seht euch die Lage des Dorfes an, wenn ihr mir nicht glaubt. Sie liegt gleich dort vorne. Na gut, lebt wohl. Gehen wir. Bleibt verborgen. Also wir rennen ja gleich drauf, gleich los. Ja. Na gut, dann machen wir das. Machen wir das. Vielleicht geht's ja schnell, hoffe ich jedenfalls. Ganz leise jetzt. Hä? Ganz leise jetzt? Naja, wir haben ja auch einen Questmarker. Wir sind auf dem... Wie ist der Questmarker? Hä? Oh. Und er rennt weiter. Verstehst du das? Na, dann lauf du mal ein bisschen. Vielleicht läuft sie dann wieder. Die Sturmspitze liegt die Küste entlang in Richtung Westen. Hinter dem Dorf. Ja, gut. Gehen wir. Ach, so muss ich ihn ansprechen? Das ist auch lustig. Ja. Macht mir Sorgen um ihn, er rennt da durch die Gegend. Oh, guck mal, hier ist eine tote Antilope. Da ist eine tote Antilope. Ein Bogart.
Das war aber kein Skaf. Die Skars sind ein bisschen zäher als die Burgis. Ja, ein bisschen größer. Ach, hier. Oh, wir müssen aufpassen. Wir müssen ihnen helfen. Ach, der kämpft ja. Ja, klar. Dann werden wir den Burgis mal ein paar Manieren beibringen müssen. Ich glaube, müssen, die sterben ja? Hier, wenn sie sterben sollen in diesem Spiel, dann kannst du es auch nicht verhindern. Habe ich den Eindruck, Mann. Dass es nicht so ist wie in Skyrim, wo jemand zufällig stirbt. Bleib verborgen. Oder? Ja, es scheint so, ja. Das kommt mir so vor. Es ist in der Beziehung sehr freundlich. Ja. Man kann seine Freunde nicht verletzen, wenn man nicht ausdrücklich die Taste, weiß nicht welche. Auf jeden Fall, man muss aktiv auf Freunde angreifen, schalten. Das ist doch schon mal ein großer Vorteil. Weiter können wir nicht. Die Skaffs wissen bestimmt schon, dass wir kommen. Diese kleinen Monster können sogar hören, wie sich einem die Nackenhaare aufrichten. Wow, oh, haben die so lange Ohren? Da haben die aber wirklich feine Ohren, ne? Ich hasse Skaffs. Okay, naja, ich nehme an, das ist unser Ziel hier. Ja. Hier sind ja auch die Felder. Aber die geben so viel Mühe mit den Anlegen der Felle. Und dann kommen die und fressen sich kugelrund und satt. Und zerstören das alles. Dummes. Wir wissen gar nicht, was Eigentum ist. Aua! Die sind so schnell, ja, diese Mistviecher. Die sind auch unglaublich zäh. Vertragen Stiefel. Aber was... Irgendwie... Feuer scheint denen nicht so... Ja. So. Aber so schnell geht es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt... Ja, da stand, du musst mit ihr sprechen, steht immer noch da. Jo. Damit gehe ich davon aus, dass das dann eben auch erledigt ist. Insofern war es schnell erledigt, das ist ja ganz gut. Das ging ja relativ fix. Ja, ne? Da ist er ja schon. Unsere Vorräte sind langsam knapp geworden. Und es ist auf diesem türkischen Flecken Erde gar nicht so einfach, an etwas Essbares zu kommen, wie man vielleicht denkt. Es gibt im Dorf noch andere, die eure Hilfe brauchen könnten. Um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich jemanden bitten, sich runter zum Krabbenstrand zu wagen. Bevor die Skaffs aufgetaucht sind, habe ich ein Schiff gesehen. Ich schätze, es ist auf die Felsen gelaufen, aber sicher bin ich mir nicht. Jemand sollte nachsehen, ob es Überlebende gibt. Ja, da wollten wir sowieso gerade hin, als ihr uns über den Weg gelaufen seid. Lebt wohl. Genau. Okay. Jetzt können wir uns mal diese Treibholz-Sandalen angucken, oder? Meine, wenn du die schon bekommen hast, das sind ja lustig irgendwie. Treibholz-Sandalen. Hier, wow, violett. Gar nicht mal so schlecht, guck mal. Für Zauberer natürlich der Rüstungswert entsprechend. Ja, aber nicht übel. 10% Mana-Regeneration. Na, auf jeden Fall besser, als man so denkt. Über den Treibholz-Sandalen, nicht wahr? Ja. Ja, ja, schön. Na ja, man muss alles nutzen, was man findet, wenn man sonst nichts hat. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren. Wir müssen da hin und da scheint dieser lange Schlauch hochzugehen. Genau. Ja, da ist Nesta und Katvalon. Da müssen wir jetzt erstmal mehr oder weniger nach Ost, Südost, hier an der Felswand entlang. Und hier runter. Aha, naja, ist immerhin schon mal eine Abkürzung. Was liegt denn hier? Ach, nur ein blutiges Gerippe. Ja. Hat jemand gründlich abgenagt, hä? Naja, ich meine, wenn die Skaffs sich um die Gerippe kümmern, habe ich nichts dagegen. Sollen sie auch ruhig. Aber wahrscheinlich fressen die nur Wurzeln und Gemüse. So, na ihr Halunken. Burgis können auch Halunken sein. Wow. Ein Boggart-Halunke, ein gewesener Boggart-Halunke, hatte die Kutte des Infernos. Hat den falschen Beruf ergriffen. Ha? Nun ja, Mana-Regeneration. Naja. Und ein einfacher Heiltrank. Nun denn. Ja, doch.
falls wir mal verletzt werden Insekten. Sollten. Und wieder 4 Insekten. Mhm. Ja, das ist doch Bogartfutter. Das steht dran. Aber ich glaube, Wichte fressen das Zeug auch ganz gern. Wichte? Kann ja mal gucken. Ist vermutlich bei Gegenständen, ja? Wir haben schon mal geguckt. Ja, Insekten. Insekten, hier. Schon relativ viel. Bogart, Spinnen oder Wurzelgolems? Guck mal, bei den Wurzelgolems hätte ich es nicht gedacht. Die sehen so groß aus, die müssen ganz schön viele davon fressen, oder? Das ist ideal für Bargäste, Ratten und Wölfe. Die fressen Fleisch. Warum müssen wir die füttern? Wichte fressen Fleisch. Sehen wir die mal irgendwann als Haustiere? Tja, vielleicht können wir in der, wenn wir die Festung haben, auch Haustiere erhalten. Mhm. Oder wilde Bestien in Käfig. Naja, ich weiß ja nicht. Hauszoo. Interessant, ja. Ja, die Truhen sind wirklich hübsch auch. Das Weißenbein. Aber irgendwie, die kriegen so viel Fleisch, das muss ja einen Grund haben, oder? Das hat bestimmt einen Grund, ach Mann, Macht. Was soll ich damit? Ich habe keine Macht. Du hast keine Macht, das ist natürlich nicht so richtig gut, oder? Nee. Es macht nicht wirklich richtig und erstrebenswert. Überhaupt nicht gut. Du bist jetzt ein ordentlicher Felshaufen. Den habe ich. Oh, Gemme des Reichtums. Schön. Brauchen wir aber nicht. 6% Goldbeute. Braucht man am Anfang so eine Gemme, wenn man so ein Spiel anfängt. Ja. Dann braucht man so eine Gemme. Am Anfang hat man kein Geld. Oh, hier ist der Krabbenstrand. So, wir haben ihn entdeckt. Sehr schön. Und wir werden ihn mal rundum ablaufen. Naja, wir haben auf jeden Fall auch ein Quest. Da ist wieder so eine Bandschein, oder? Der kleine Krabbler muss aufpassen, dass er nicht zwischen die Fronten gerät. Der kleine Krabbler? Ach so, der hier. Da. Mach das hier weg, kommst du. Mischung aus Krabbe und Schildkröte. Kleines Tänzchen gefällig. Macht auch Geräusche. Oh. Nein, das ist die Banshee. Das ist der hier. Das ist die Banshee. Ja, die hat schon noch ein paar Murkse gemacht, bevor sie abgemurkst wird. So, du wirst auch bedient werden. Gut. Genug? Das war's mit der Krabbe. Die lassen dann auch immer ihr Leben. Tja. Ja, so ist es. Ein sogenannter Kollateralschaden. Weich Krabbelpulver. Ja. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh, guck mal. Och, guck mal. Die schnappen. Ja. Die sind jedenfalls noch am Leben. Na. Habt ihr was drin? Nein. Kannst ja mal deinen Finger reinpacken. Aber ich schätze, dein Finger wäre zu klein. Deine Hand wäre es vielleicht eher. Ja. Och, guck mal. Da hinten gibt es einen Auftrag. Oh, Überlebende haben wir bis jetzt noch keine. Mhm. Hier ist schon wieder eine Leiche mit einem Langbogen der Präzision. Ja. Oh, sieht gar nicht so übel aus. Eh? Nehmen wir mal mit, können wir ja mal vergleichen mit dem, was wir so dabei haben. Ist jemand im Käfig, oder? Da ist einer im Käfig. Warum bist du im Käfig? Olaf Aswaldsson. Hallo, Olaf. Was mit dir? Endlich! Ich dachte schon, die Krabben fressen mir das Fleisch von den Knochen. Ihr müsst mich befreien. Diese Lumpen können noch nicht weit sein. Zumindest, wenn sie noch am Leben sind. Sie werden für ihre Verbrechen bezahlen. Das schwöre ich euch. Welche Lumpen? Wie seid ihr da reingekommen? Ja,
Diese Schurken auf unserer gefangenen Galeere haben mir eins über den Schädel gezogen und mich hier reingesteckt. Jetzt verstehe ich, warum sie ständig so mies gelaunt waren. Seid so gut und befreit mich. Für das Schloss werdet ihr einen Schlüssel brauchen, aber er müsste irgendwo in der Nähe sein. Vermutlich im Wrack, würde ich sagen. So. Nun, erzähl mal, was passiert ist. Erzähl erst mal. Ich bin ein Söldner und war einst einer der Kriegsgeweihten. Ich wollte mein Glück in Odessa suchen, auf einem Gefangenenschiff. Zur Revolte kam es kurz, nachdem wir die Stadt verlassen hatten. Wir segelten nach Norden durch die Furian-Enge, als die Gefangenen ihre Ketten sprengten und das Deck stürmten. Es hat nicht lange gedauert, bis diesen Hunden klar wurde, dass man erfahrene Männer braucht, um eine Galeere zu segeln. Wir krachten gegen die Felsen und alle sind ertrunken. Bis auf einen. Bis auf einen? Du? Dann danke ich euch. Als eine ehrenhafte Seele gegenüber einer anderen. Zuletzt befand sich der Schlüssel am Gürtel des Bootsmanns, aber von dem sind nicht mehr als Knochen übrig. Ihr solltet den Krabben folgen. Die kleinen Miststücke lieben verwesendes Fleisch. Na und? Lass sie doch fressen. Kann erst noch ein erzähl mal ein paar Takte, ja? Das Gerede über Götter wird meine Zunge nicht lösen. Ich kann einen Mann ebenso schnell töten wie jeder Gott. Also spart euch eure Gebete. Ist gut, ist gut. Du weißt, läufst da offene Türen ein. Ja, eben. Natürlich habe ich die Geschichten gehört. Wer nicht? Meine Mutter hat mir erzählt, der tote Kell würde mich als Sklave verkaufen, wenn ich meine dreckigen Das ist alles nichts als Unsinn. Tja, ich fürchte, da täuschst du dich ein bisschen. Ein kluger Mann könnte diesen Felsen zu seiner Festung, seinem Königreich machen. All dieses Bergungsgut wartet doch nur darauf, genutzt zu werden. Aber diese Narren in Trostkap sind so verzweifelt, dass sie Geister anbeten. Gebilde ihrer eigenen Fantasie. Akara? Da habe ich schon auf dem Boden einer Flasche mächtigere Götter gesehen. Olaf, erzähl mal was von dir. Ja. Ich habe schon die verschiedensten Arbeiten verrichtet. Als Bergarbeiter in den Gruben von Apotyre, als Landhelfer auf den Äckern der Heide und sogar als Soldat an der Tyvilli-Küste. Ich mag es nicht, an einem Ort zu bleiben. Ich will alles auskosten, was das Leben zu bieten hat. Und das Letzte, was ich will, ist Staub anzusetzen. Ich dachte, das Gefangenenschiff würde mich an irgendeinen aufregenden Ort bringen. Und jetzt bin ich hier. Das ist auch aufregend, im Käfig zu sitzen, oder? Darauf zu warten, dass entweder jemand vorbeikommt, was sehr unwahrscheinlich ist. Ja, äußerst aufregend. Sehr aufregend, würde ich das Krabben nennen. Beim Tanzen zugucken. Ich habe schon Statuen gesehen, in denen mehr Leben steckte als in diesem Haufen. Beten und fischen. Fischen und beten. Da bin ich doch lieber tot. Hätte dir leicht passieren können, Freund. Hm? Ja. Das passiert ja auch noch. So, dass, wie wir ihn okay, befreien, das hat er uns schon erzählt, wie wir ihn befreien können. Okay. Wir gehen mal weiter unsere Runde drehen. Ja, machen wir, auch Schluss. Machen wir schon wieder Schluss? Wir haben doch gerade erst angefangen. Hier ist, komm mal nochmal gucken, was das ist. Noch ein Leuchtlamm. Oh. Nein, ja, makellose Flamme, das Heft gefällt also, mir gut. Ganz gute Sachen zum Schmieden. Ja, wir brauchen ja. Ich habe eine Menge Zeug verballert, so viele gute Sachen haben wir nicht mehr. Mhm. Und so richtig toll habe ich das nicht hingekriegt. Nein. Das ist doch ein bisschen sehr unausgewogen geworden, ja. Da werde ich doch mal neu bauen müssen. Gut, also noch die Truhe erlaube ich dir und dann Schluss. Oh, du bist ja wieder zu gütig heute. Mhm. Ich wollte noch einen Pfirsichkuchen backen. Also in anderen Worten, beeil dich. Sonst gibt's kein Kuchen. Das war alles. Das ist ein Aalblatt, wow. Okay. Na schön. Gut. Ist das ein Altar da hinten, das rote? Das mag sein, das werden wir in der nächsten Folge feststellen. Okay, das werden wir nächstes Mal rausfinden. Bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.